Vielleicht darf ich jetzt die Dame aufs Podium bitten, um das erste Produkt, unseren 55EA9809, unseren Curved OLED, zu präsentieren. Das Gerät werden einige natürlich schon kennen von der CES. Es hat sich einige Sachen noch verändert, wozu ich jetzt natürlich im Detail nochmal komme. Deswegen haben wir gebogenen OLED. Das ist wahrscheinlich die Frage, die sich alle stellen. Zum einen, wir wollen natürlich ganz nah am Erlebnis sein. Wir wollen einen tollen 3D-Effekt haben, wir wollen eine besondere Bildqualität haben. Das Gerät selber hat eine Biegung, wie wir es zum Beispiel aus dem IMAX-Kino kennen. Das heißt, diese gebogene Leinwand wurde aufgenommen und das ganze Produkt dementsprechend auch in einem 5-Grad-Winkel gebogen, um dieses Erlebnis auch für zu Hause zu transportieren. Natürlich ist zum einen die Bildqualität, die wir dann mit dem Kino verbinden, um das Ganze im Bereich OLED dann nach Hause zu transportieren. Aber natürlich geht es auch darum, dass das Ganze ein Design-Highlight ist. Wenn schon ein Gerät auf den Markt kommt, so wie wir es mit dem 84 Zoller gemacht haben, dann muss es schon was Besonderes sein. Der 84 Zoller war verdammt groß, kann man es mal ganz einfach ausdrücken. Das Gerät ist verdammt schick. Ein gebogener OLED mit einem eleganten, transparenten Standfuß, wie wir es hier sehen, dieses leicht stehende Design. Und wir haben gleich noch mal genug Zeit, gerne auf die Bühne zu kommen, das Gerät zu filmen, zu fotografieren. Deswegen beeile ich mich ein bisschen mit dem Reden. Der Sound, das könnte ich auch gleich mal gerne aus der Nähe lautsprechen. Wir haben die Folienlautsprecher integriert. Das heißt, der komplette Bereich des Tons wird über diese Folienlautsprecher integriert oder abgegeben. Auch das nochmal eine Innovation, das heißt, diese Folienlautsprecher sind auch so noch nicht in den TV-Geräten verbaut worden, wie es hier in dem Fall ist. Das sind Injektionsverfahren, die ganzen angebracht werden, die Lautsprecher, wozu wir auch nochmal im Detail gerne im Einzelgespräch kommen können. Eine weitere Bedienungsneuheit bei den Geräten, klar, natürlich das Wort Smart in aller Munde. Wir haben eine Bedienung, die nennt sich Smart Touch Bedienung, das heißt, über eine intuitive Bedienung hier unten über das über die Wölbung des Gerätes haben wir die Möglichkeit, das Programm zu wechseln, unser komplettes Menü aufzurufen, eine Art Touch-Bedienung, die einfach über einen Sensor funktioniert und mit längeren Drückzeiten dann auch dementsprechend ausgewählt wird. Das Besondere an dem Gerät, das werden wir dann auf der Rückseite sehen, das Ding ist nicht nur von vorne verdammt schick, sondern auch von hinten. Es ist komplett aus Carbon gefertigt, die Rückwand, was natürlich sehr, sehr stabil macht. Und das Tolle ist wirklich halt ein Design-Highlight, dieses Gerät auch mal in den Raum zu stellen und von beiden Seiten zu genießen. Natürlich bekannt diese CFRP-Rückwände aus dem Flugzeugbereich und natürlich auch im Satellitenbereich, das ganze Verkleidungen oder ähnliche Teile, wo sehr leichte Materialien, sehr widerstandsfähige Materialien gebraucht werden. Dadurch sind wir natürlich auch in der Lage, dieses ganze Gerät so dünn zu bauen, weil trotz der Größe, es hat immer noch eine wahnsinnige Stabilität und das werden Sie auch dann